So, also wenn ihr die Folge ja schon gesehen, ihr werdet die Folge ja schon gesehen haben. Es hat funktioniert. Ich freue mich. Und es ist noch nicht mal abgestürzt, das blöde Spiel. Ich werde dann auch bald den Qualitätsrenderer wieder einschalten und ausprobieren. Juhu. Ja, Afterburner hat einfach Probleme mit, ob's mit. Man sage mir das Wort. Mit. Oh, Entschuldigung. Mit ungewöhnlichen Grafik-Engines. Seid gegrüßt, Sterblicher. Hat zwar nicht das Wort, was ich gesucht habe, aber gut. Wer seid ihr? Ich bin Eduard, aber ihr könnt auch Edson sagen. Wisst ihr eigentlich, wie selten hier Sterbliche vorbeischauen? Was gibt es Neues unter den Menschen? Oh, und das Echo, während ich den Stimmverzerrer anhatte, lag daran, dass ich mir die Stimme selber nochmal abspielen ließe. Gelassen habe, damit ich auf mich sicher gehen konnte. Ich hatte ihn wirklich eingeschaltet und wieder ausgeschaltet. Tut mir ein bisschen leid, hat nicht daran gedacht, dass es auch mit aufgenommen wird dann zweimal, aber ist ja nicht so schlimm. Die Dark Church will unser Königreich Glory vernichten. Oh ja, die Dark Church. Ihr Versteck ist gar nicht weit entfernt. Was gibt es hier so auf dem Friedhof? Oh, ich fühle mich hier richtig wohl. Nachdem mein Meister mich eingesperrt und dann vergessen hatte, verweile ich schon einige Jahrzehnte an diesem Ort. Es gibt hier gruselige Geister, noch gruseligere Untote, schicke Särge und wertvolle Schätze. Alles, was das Herz begehrt. Ich muss wissen, wo sich der Eingang zu den Gewölben der Dark Church befindet. Und was wollt ihr da machen? Nun ja, sie vernichten. Wahrscheinlich, wenn sie sich nicht freiwillig ergeben. Mutig seid ihr ja. Aber wenn ich euch sage, wo sich die Dark Church befindet, bin ich ein toter Mann. Ihr seid doch schon tot. Oh ja. Wie unhöflich von euch, mich daran zu erinnern. Nun gut. Aber sie könnten mich quälen und foltern. Außerdem bin ich sehr kitzlig. Vielleicht könnten wir ja euch ja mit irgendetwas überreden. Ja, vielleicht könntet ihr Ja, das. ist klasse. Also gut, was wollt ihr haben? Lasst mich nachdenken. Und habt ihr nachgedacht? Ich will mich ja nicht aufdrängen, aber ihr könntet wirklich etwas für mich machen. Ich brauche Freunde. Holt meine Kumpels aus den Särgen. Es müssten drei sein. Mit meinen Kumpels werde ich bestimmt ein Plappermaul sein. Oh nein. Na gut, wir sind auf dem Weg und werden uns die Särge genauer ansehen. Gespräch beenden. Drei Schädel sollen auf dem Friedhof gefunden werden. Schädel, Friedhof finden. Sollte nicht schwer sein, wenn da nicht untote Ritter im Wege wären. Wer ist denn dran, Drake? Oh, 75, Level 11. Fraktion Geister, Rasse Mensch. Die halten einiges aus. Ich versuche es erstmal mit normalen Attacken. Ich weiß nicht, ob es hier ein Heilmonument auf der Karte gibt. Ich habe das letzte Mal schon relativ viele Tränke verbraten. Aufstieg zu Level 11, Mandy. Sehr gut. Sandy ist schon Level 11. Oder sowas. Holy Avatar. Okay. Kelt. Stirb. Unhold. Angelina, die hat natürlich nichts zu tun, aber gut. Welche Stufe ist die eigentlich? 10, glaube ich. 9 erst. Und Solitär ist auch noch. Erst 9.
Erfahrung 5 von 1000. So oft ist die mir gestorben? Schlecht. Oder ist sie aus der Stufe aufgestiegen? Na, da steht ja noch einer! Sowas Blödes, aber auch den habe ich gar nicht gesehen. Okay, West muss dann wohl mal Solitär schützen. Sehr gut. Also mal davon abgesehen, dass wenn er wieder Berserker-Modus ist, wahrscheinlich irgendeinen unserer wichtigen Charaktere umnietet. Da sind hier noch mehr. Mann, bin ich ein Blindfisch. Und Ruckel teleportiert sich gleich wieder weg, wenn er noch einen Treffer abbekommt. Dann sind wieder alle blind. Juhu. Na gut, das macht er noch nicht. Aber ich sollte ihn zurückziehen. Warum hat er wieder volle Lebensenergie? Na, das ist aber blöd. Gut, der da oben hat's nur noch nicht, deswegen machen wir lieber den hier erstmal ein bisschen kalt. Candy Sauce ist Level 10. Oh Mann. Na, geh rein. Wir nähern uns jetzt langsam den Showdown, wenn ich mich richtig erinnere. Ruckel ziehe ich auf jeden Fall von da zurück und Angelina. Ich kann es jetzt nicht riskieren, Ruckel da zu heilen. Ach nee, Ruckel ist schon dran. Dann kommt erst Angelina. Sehr. Hoffe, sie kommt bis dahin. Ah, Angelina, der ist eine recht gute Rüstung. So langsam müsste sie aber auch ein bisschen was aushalten. Das Problem ist eher ihre Dingens, Obsession. Würde mich ja mal interessieren, warum der jetzt wieder volles Leben hatte. Hab ich da was übersehen? Bin ich blind? Ich möchte mal die eine Fähigkeit von ihm ausprobieren. Hätte ich vielleicht auf den machen sollen, aber gut. Erst müssen wir wieder ein paar Heftpflaster verpassen. Schon röser Elefanten. Jetzt hat er Schaden genommen. Gut. Ich hätte eher auf den gehen sollen. Wieder nur Fehler, die ich gerade mache. Und das war auch keine gute Idee, dass Candy da vorne steht. Sandy macht es wenigstens schlauer. Zumindest so ein bisschen. Ach, die habe ich jetzt erst dahin. Scheiße. Na gut. Könnt ihr denn mal hinten aufhören zu knarzen? Das ist ja nochmal feierlich hier. Hä? Vier? Ach, der hält noch vier aus. Ja, den kann dann Ruckel erledigen. Oh! Na, wenn dem so ist. Okay, leider ist Ruckel zu weit weg. Kann die gute Angelina wenigstens festheilen? Nein. Wie sieht's mir jetzt Soli aus? Die hat vollen Lebenspunkte, na Gott. Gut, der Kampf war jetzt relativ einfach im Vergleich zu den vorherigen, wo ich nie ohne Verluste durchgekommen bin.
Und das ist auch gleich um hier. Na, jetzt Massaker lohnt sich jetzt eher hier. Nein! So viel zum Thema ohne Verluste. Ah, wieder nicht auf Kraft geachtet, wer jetzt eigentlich dran ist. So ein Mist. West kriegt's auch nicht auf die Reihe, meine Stufe aufzusteigen, wenn er so weitergeht. Erkunden. Das heißt, speichern. So. Drei Totenschädel suchen wir, sollen wir suchen. Ohne West. Das ärgert mich schon wieder. Oh, ist das ärgerlich, das ist. Einmal hat die Depressive. Ein Elixier des Lebens. Kann ich damit West wiederbeleben? Weil ich möchte jetzt nicht, dass der hier gleich wieder. Anfang den Löffel abgegeben hat. Scheiße. Das gut 3 Meter lange Schwert. Seine halbgöttliche Wenigkeit hatte schon Jahre danach gesucht. Eine halbgöttliche Waffe. Oh, Holy, ich freue mich so für euch. Toll, toll, toll. Oh, heute ist ein so schöner Tag. Ich könnte euch alle umarmen vor Glück. Okay, wir haben einen Trank des Lebens verschwendet. Setzen wir gleich noch einen bekommen. Gesundheit plus 5. Ach so, das ist dauerhaft. Okay, war ja für Western nicht unbedingt total verschwendet, nur im Moment. Da geht es doch nur mit dem Seelenelixier oder Elixier der Seelen. Schade, na gut. Was haben wir hier? Das gut 3 Meter lange Schwert-Team. Wo ist Holly in der Liste? Können wir wieder nicht ausrüsten. Na gut, dann in den nächsten Kampf mit normalen Sachen und ohne West. Oh, ups. Ich hab nicht aufgepasst, wer als nächstes dran ist. Oh, die hat viel Schaden gemacht. Vor allem, weil jetzt schon die Ritter drin sind. Scheiße. Ich fürchte, ich weiß, auf wen er schlägt. Ah. Na gut, das überlebt sie. Au. Sowas von bitter schon wieder. Ja, ich war gerade ein bisschen in Gedanken versunken. Entschuldigung. Nimm Heiltrank. Ich tendiere dazu, Soli zu heilen. Aber erstmal egal. Na gut, war vielleicht doch eine bessere Idee gewesen, sie zu heilen. Jetzt muss ich sie heilen. Ich spüre eine Welle der Euphorie. Na toll, jetzt, wo wir den Kampf schon so gut wie gewonnen haben. Ich
war wirklich ohne Verluste. Wenn jetzt nicht wieder irgendwas schief läuft. Außer am Ende Gelände. Ja, ich glaube, ich beende erstmal kurz die Folge. Wir sehen uns das nächste Mal. Tschüss und danke fürs Zusehen und für meine Entschuldigung für meine miserable Spielweise. Mann, also bin ich nicht so schlecht. Ist das untote Assassine? Okay. Naja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.